Was geschieht mit dem DAX zum Wochenausklang? Die Händler setzen auf einen deutlich besser als bisher erwarteten IFO-Index. Er wird mit 116,7 Punkten unverändert zum Vormonat auf Rekordhoch erwartet. Die deutschen Konjunkturdaten seien weiter im Höhenrausch und deutlich vom Markt unterschätzt worden, so Marktbeobachter. Dies hätten der unerwartete Anstieg des deutschen BIP im dritten Quartal und die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes am Vortag gezeigt. Der belgische Geschäftsklima-Index vom Donnerstagnachmittag, der als Vorlaufindikator für den IFO gilt, stieg um 1,1 auf 1,6 Punkte und fiel damit doppelt so hoch aus wie mit 0,8 erwartet. Dummerweise bringt das alles nichts mehr und wird eher gefährlich, sagte ein Händler bereits am Vortag zu den guten Einkaufsmanager-Indizes. Die starken Daten trieben nur noch den Euro. Er hält sich im frühen Handel bei 1,1851 US-Dollar und steht vor einem neuen Sprung nach oben. Den DAX könnte das unter Druck bringen. Der Frankfurter Leitindex notiert vorbörslich 0,1% tiefer bei 13.008 Punkten. Auch die Analysten der Societe Generale unterstreichen diese Gefahr für Europa mit Blick auf das Jahr 2018. Die Erholung in der Eurozone sei mittlerweile ein geläufiges Thema an den Märkten. Eine stärkere Konjunktur gebe jedoch dem Euro Auftrieb und schwäche damit das Gewinnwachstum. Quelle: n-tv.de